Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Big Paintball. Und ja, ich muss erstmal gucken, was hier läuft. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Shooter. Ich find's komisch, wenn ich zoome, dann scope ich nicht rein, sondern er zoomt nur ran, anstatt rein zu scopen, ist in Ordnung. Das Spiel wurde auch von Big Games gemacht, ist eigentlich auch schon viel länger draußen, also das sollte man inzwischen schon kennen. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, ich soll's mal spielen und deswegen spiele ich's jetzt auch einfach mal. Und dann gucke ich einfach mal, was ich hier so machen kann. Das ist doch ein Gegner, safe. Oh nein, das ist eine Einzelschusswaffe. Oh, das ist eine Einzelschusswaffe. Oh. Guck mal, ich kann nicht gedrückt halten. Der schießt nur eine Bullet auf einmal. Na gut, na gut. Damit werde ich schon zurechtkommen müssen. Hier stehen dann so zwei Turrets dran. Ja, Mann, weggefetzt. Oh, das ist Steuerung like CSGO. Und man muss vorzielen. Und es bringt auch nichts, auf die Turrets zu schießen. Die Turrets, die machen einen eher weg. Alles klar. Okay, okay. Wann kriege ich die nächste Waffe? Eine SMG kriege ich für 2500. Das Spiel ist sehr aufgebaut wie Base Battles. Aber ich würde auch mal sagen, dass Base Battles einfach... Okay, Bro. Okay, Bro. Base Battles ist ja auch von denselben Machern. Und natürlich nutzt er dann praktisch eigentlich dasselbe System nur nochmal für ein neues Spiel. Ich muss noch gucken, ob es mir gefällt. Also diese Map hier, das ganze Colored Theme von dieser Map gefällt mir nicht so wirklich. Ja, aber mal gucken. Alter, die Turrets, wie die ballern. Wie soll ich... Schon wieder! Hör doch mal auf! Ich kann gar nicht ins Gefecht gehen mit meiner Einzelschusswaffe, wenn er mich einfach die ganze Zeit wegnukt. Was soll denn das? Okay, okay. Jetzt möchte ich mal ins Gefecht. Ich gehe jetzt einfach mal links lang. Und diese Turrets soll endlich mal aufhören, so laut zu ballern. Ja, komm, ich gehe hier hoch. Ich vertraue meinem Homie. Und wurde direkt wieder weggemacht. Okay. Bitte hör auf zu ballern. Danke. Oh, ist das laut. Ich habe die Lautstärke schon richtig niedrig. Trotzdem ist es laut. Und ich glaube, das Match ist vorbei. Okay. Ich habe nichts in diesem Spiel geleistet. Alle anderen Spieler scheinbar auch nicht. Oder das Leaderboard lädt nicht richtig. Was sollte das denn? Die Maps sind alle so grün. Also dieser Grünton gefällt mir nicht wirklich. Ey, aber man sieht auch, wer gewotet hat mit dem Profilbild. Das ist ein schönes Feature. Das gefällt mir eigentlich. So, jetzt müssen wir aber mal in der Runde was reißen. Please, was reißen. Und die Leute schießen direkt rüber. Die sprayen wie die Verrückten. Und ich muss aimen. Ich muss aimen. Oh Gott, das ist eine Waffe, mit der ich treffen muss. Das ist wie CSGO. Ich muss aus der Hüfte treffen. Ich war doch noch im... Okay, ich bleibe jetzt hier in der Base. Guck mal, dieser Effekt um mich herum, der zeigt mir, ich habe Spawnschutz. Und ich dachte, während ich Spawnschutz habe, kann ich die auch nicht angreifen. Aber scheinbar doch. Und ich wurde von links abgeballert. Ich glaube, wir werden gerade richtig geowned vom Gegnerteam. Ich meine, die laufen hier rüber. Ich laufe aus der Base raus. Guck mal, ich stehe hier und werde weggeballert. Also, keine Ahnung. Ich könnte jetzt eigentlich hier hingehen und sagen, bam. Okay, stimmt. Wenn ich im Spawnschutz bin, kann ich die Leute eigentlich abhallen. Okay, aber wenn ich die dann abhalle, dann bin ich aus dem Spawnschutz raus. Okay, zu machen. Aber wenn man diese Base rapen kann in dem Spiel, dann finde ich das auch nicht so cool. Guck mal, ich baller den einmal ab, aber sterb direkt auch, weil die halt schon die ganze Base hier umzingelt haben. Was soll man tun, ne? Ich bin hier komplett aufgeschmissen. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss bald mal in eine neue Runde reingehen, in der es ein bisschen ausgeglichener ist, Bro. Ich werde jetzt erstmal die Lobby wechseln, weil wir werden hier komplett gebase-raped. Was soll man da machen? So macht das natürlich gar keinen Sinn, in einem Shooter zu spielen, in dem man die ganze Zeit in der Base bleibt. Oh, es ist dieselbe Runde, oder? Ja, es ist dieselbe Runde. Ich möchte bitte auf diesen Server. Dankeschön. Stellt euch vor, das ist jetzt ausgerechnet derselbe Server. Ah, die Kugeln, die fliegen nach unten. Oh, ich muss höher zielen. Sagt das doch jemand. Die Kugeln landen gar nicht dort, wo ich hinziele. Die haben Ballistik. Deswegen habe ich die ganze Zeit noch nicht getroffen. Aber fliegen die Kugeln überhaupt so weit? Ich glaube, die fliegen gar nicht so weit. Na gut. Ich laufe einfach mal lang. Ja, Mann. Langschuss. Langschuss. Keine Chance. Ich mache euch alle fertig. Ihr geht ja nicht auf die Mauer rauf. Ihr könnt euch nicht mehr auf die Mauer begeben. Oder doch? Ich will auch eine Sniper haben. Wie viel kostet Sniper? Farbmaschine, Doppeldings, Scout. 52.000 kostet die. Und ich habe 1.000. Und ich muss Markierungen, Geschütze, 10 Minuten lang. Okay, keine Ahnung. Ich krieg das wahrscheinlich nie. Oh, Streaks, wie in Call of Duty. Oh, und die hätte ich vielleicht auch mal benutzen können. Oder? Und ich wurde direkt gesniped. Ja, was soll ich aber machen, wenn der sniped? Ich gehe mal davon aus, dass der mich sehen kann. Ich versuche ihn zu treffen, aber keine Ahnung. Wie soll ich ihn treffen? Ich sehe gar nicht, wo die Kugeln landen, weil die irgendwann außer Sicht sind. Okay. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Aber ich brauche eine 77er-Streak für eine Atombombe.
Ich versuch's doch, aber dann sind da links und rechts irgendwelche Mädchen, die stehen und auch snipen. Stirb endlich, Bruder. Stirb. Hä, warum treffe ich endlich? Oh Gott. Und in der Zwischenzeit konnte ich gerusht werden. Wie hoch muss man denn zielen? Es ist fast gar nicht möglich, auf die andere Seite der Map rüber zu schießen mit dieser Waffe. Haha, haha. So kann sie mich gar nicht sehen, aber ich kann sie ab... ich kann sie einfach treffen. Jetzt drücke ich V für Radar. Radar wurde aktiviert. Gibt es eine Minimap? Gibt es eine Minimap? Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe die Gegner dann so. Das ist ja auch mies. Dann hat man ja einfach so Wallhacks. Okay. Ich versuche sie immer noch zu treffen, wie sie dort steht. Aber sie steht da, glaube ich, gar nicht mehr. Ah doch, sie steht da noch. Oh Gott. Und sie hittet mich. Ich dachte, sie steht da nicht mehr. Ach Mensch. Hallo, wann treffe ich? Ah, jetzt endlich. Okay. Ich habe noch eine weitere Frage. Gibt es irgendwie einen Debounce bei dieser Waffe? Kann ich eventuell... Kann ich eventuell meinen Autoklicker noch schneller einstellen? Und dann baller ich noch schneller? Weil wenn ja, wäre ja schon ziemlich krass, oder? Glaube ich. Aber vielleicht connected Roblox einfach nicht so schnell. Aber jetzt habe ich immerhin auch mal ein paar Kills gemacht, indem ich rübergerusht bin. Bringt das eigentlich was, sowas zu machen? In Battlefield Bad Company habe ich das früher mit der Shotgun gemacht. Und ein paar Minuten später sind die Kugeln dann wirklich runtergekommen und haben Leute gehittet. Und die Runde ist vorbei. Und, ey, ich habe 0 Streak und 12 Markierungen. Ach so, Markierungen sind Kills. Und alle anderen haben 0 Kills? Hä, was ist das für ein Spiel? Spielt man nur mit Bots? Skill oder Casual? Ich will Skill spielen. Ich brauche Skill. Ich habe immer noch keine Ahnung. Das ist jetzt mal wahrscheinlich alle gegen alle, oder? Free for all. Nee, doch nicht. Es gibt schon wieder Teams. Irgendwie fuckt mich das ab, wenn es Teams gibt. Aber ich ziehe einfach mal über die ganze Map rüber. Irgendwo werden die Gegner schon sein. Pff. Hallo? Please, Gegner? Hallo? Da ist ein Gegner, aber ich weiß nicht, wie ich ihn hitten kann. Ah, jetzt. Die müssen einfach nur nah genug kommen. Kommt nah genug, dann kann ich euch auch abballern. Muahaha! Ihr habt keine Chance gegen mich. Man hat einfach unendlich viel Munition. Man muss nicht auf Nachladen achten. Und es gibt keinen Debounce beim Schießen, Alter. Das ist irgendwie einfach nicht gut. Das ist nicht gebalanced. Das schreit nach einem Autoklicker. Ich überlege gerade. Und hör auf mich zu schießen, Bro. Über mir ist ein grüner Punkt. Das heißt, ich bin ein Homie. Und jetzt kommt von hinten ein Gegner, hä? Achso, werden hier die Spawns gewechselt? Würde Sinn machen. Stirb doch, hallo? Ich ziel so auf die Gegner rauf, aber die trifft nicht. Please? Stirb doch, hallo? Ich habe kein Gefühl für den Fall-off von diesen Waffen hier. Ich möchte bitte eine Waffe, mit der ich präzise schießen kann, dann bin ich glücklich. Ah ja, endlich! Ich spray einfach random in die Richtung der Gegner und irgendwann wird es hoffentlich schon treffen. Oh ja. Das war befriedigend. Hallo? Danke? Danke? Die Kills, die connecten auch immer ein bisschen später, weil das liegt halt an Roblox. In Roblox ist das alles irgendwie total langsam mit dem Networking und so. Ich weiß nicht, ob man da als Spielentwickler was besser machen kann, weil ich mich damit nicht so intensiv beschäftigt habe, aber das Problem sehe ich halt in vielen Roblox-Spielen. Oh, endlich. Danke. Please, 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 please. Oh, gucke mal. Da trägt jemand den komischen China-Skin. Ich drück mal wieder Shift F1. So, jetzt habe ich dieses komische Interface nicht mehr. Hallo, Bruder, Bruder, please. Stirb, stirb, please. Ja, gehittet. Genauso muss das. Stirb, 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 please. Hallo, stirb. Endlich. Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Ja, ich schaffe es. Ich mache Kills, Leute, ich mache Kills. Ich habe einfach eine Drohne. Ich nutze jetzt Drohne. Und Geschütz. Und Radar. Wo sind die Gegner? Da hinten sind Gegner. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, stirb. Hä, ich habe den durch die Wand getroffen oder nicht? Oh mein Gott, das Radar hilft einem. Oh mein Gott, das Radar hilft einem. Ja, danke, please. Danke. Hallo? Ich mache Kills, ich mache Kills, ich mache Streaks und Radar. Noch ein Radar, please. Noch ein Radar. Stirb! Stirb! Please, stirb. Ja.
Okay, jetzt noch eine Drohne, please. Du hast schon eine Drohne, okay. Dann Geschütz. Achso, Geschütz muss ich platzieren. Ich dachte, das droppt einfach dort, wo ich bin. Dann bitte nochmal Radar. Wo spawnen die Gegner, please? Da hinten. Da sind Gegner. Stirbt! Ich weiß, wo ihr seid. Ich habe ein Radar. Ich habe ein Radar. Ja, Mann. Ich bin so ein Boss. Sterb, please. Ich weiß nicht, wie weit ich zielen muss. Wie hoch muss ich zielen? Das war, glaube ich, richtig. Ungefähr. Please. Ja, noch ein. Noch ein. Und ich wurde gekillt. Schade. Was hatte ich für eine Streak? Ich weiß nicht, was ich für eine Streak hatte, aber ich glaube, das war eine gute Streak, oder? Level 2. Ich bin hochgelevelt. Ja, Mann. Wie viel kostet mich die Sniper? Ich will diese Sniper haben. 52.000. Meint ihr, ich schaffe es noch, die Sniper in diesem Video zu spielen? Das wird ziemlich geil. Ich kann auf jeden Fall die Drohne wieder einsetzen und das Radar wieder einsetzen. Cool, man behält seine Streaks. Oder seine Streak-Belohnungen. Ah, Gegner sind da. Okay. Noch einmal, please, Radar. Da unten. Oder da, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Stirb! Sterbt! Da unten sind alle Gegner. Ich treffe keinen von ihnen. Sterbt, please, please, please. Tötet mich nicht. Ich habe euch nie was getan. Bitte. Ich sollte vielleicht nicht so oft sterbt sagen. Ihr sterbt nicht. Werdet markiert. Das ist family friendly. Ich male euch mit Farbe an. Werdet eingesaut. Please. Danke. 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 Und, oh, da stand ein Radar. Das habe ich gar nicht, ein Geschütz. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe wieder eine Drohne. Ich kann wieder ein Geschütz platzieren. Kann wieder Radar benutzen. Das ist doch schön. So kann man das Leben genießen. Okay, ja, so kann man weitermachen. Und wie geht's euch so? Ach, das gefällt mir. Überall laufen Leute rum, überall sind Zielscheiben. Oh, jetzt wurde ich abgeballert. Mit einer Sniper, was fällt dir ein? Und jetzt sind meine Streaks auch weg. Na gut, das war's. Kein gutes Spielen mehr. Wer ballert denn da so? Wie ein Verrückter ballert irgendwer. Wo sind die Gegner? Ich brauche mein Radar. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Da ist ein Gegner. Please, da unten sind Gegner. Da ist auch ein Gegner. Oh mein Gott. Da ist ein Gegner. Und da ist ein Gegner. Und da ist ein Gegner. Aber er stirbt nicht. Jetzt stirbt er. Da ist ein Gegner. Aber er stirbt auch nicht. Gucci, Kuku, 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 Kuku. Er hat mich gekillt. Easy. Gut. Stirb, please. Ja, danke. Ich habe irgendwie Angst davor, dass ich abgeballert werde. Von dem da. Oh, oder von denen da. Oh Gott, da sind so viele und ich treffe keinen. Ich habe keinen getroffen. Oh Gott, ich weiß nicht. Sind meine Kugeln zu tief oder zu hoch gelandet? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe kein Gefühl dafür. Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Wir platzieren einfach nochmal ein Geschütz hier. Weil die, von denen kann man nie genug haben. Dann gehen wir wieder auf Gegner. Radar, please. Da hinten. Ich habe das Gefühl, dass hier unten gleich jemand langläuft. Gut, ich habe das Geschütz zerstört. Ich habe den Typen gekillt. Und, oh, schade. Ich wurde gekillt. Naja. Aber das läuft doch eigentlich ganz gut. Die ersten Runden waren richtig schlecht. Jetzt bin ich ein bisschen reingekommen. Und jetzt macht es mir eigentlich ganz Spaß, jetzt wo ich was reiße. Aber ich spiele jetzt auch schon ziemlich lange. Und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!